Willkommen im Club, liebe Zuschauer. Harald Junke hat sich ein Staraufgebot der Superlative eingeladen. Seine Gäste sind unter anderem Richard Kleidermann, Engelbert, Peter Hofmann, Peter Horten und Slava Kantchev sowie Vicky Leandros. Vitus Witt wird sie verzaubern, Paul Kuhn ist Barmann und musikalischer Leiter und Dagmar Berghoff wird heute einmal keine Nachrichten sprechen. Viel Spaß, die Show beginnt. Kannst du dir vorstellen, dass jemand 56.000 Kilometer im Jahr in der Luft verbringt, um zu seinen diversen Auftrittsorten zu kommen? Ich kann es mir schon vorstellen, aber es ist eine ganze Menge. Ne? Es ist halt ein begehrter Mann, unser nächster Künstler, Weltmeister im berühmten Comedy Magic in Wien. Er versteht sein Handwerk ja wirklich aus dem FF, hat viele, viele Zauberbücher geschrieben. Und er besitzt die größte Sammlung von Zauberkästen, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Komm mal mit und lassen Sie sich entführen ins Reich der Illusionen von Vitus Witt. Ich bin nämlich ein Zauberkünstler. Aber natürlich kann ich nicht wirklich zaubern, denn könnte ich zaubern, stünde ich dann heute hier. Dass ich aber dennoch zaubere, hängt jetzt davon ab, dass Sie mir glauben, ich könnte zaubern. Und so bitte ich Sie, junge Dame, mir einmal zu glauben, dass dies zwei Orangen sind. Sehen Sie, die Zauberei wird auch häufig als Kunst der Täuschung bezeichnet. Aber erst durch Sie, mein Herr, werden meine Tricks und Täuschungen zu Wundern. Denken Sie also bitte daran, in den nächsten paar Minuten zaubere nicht ich, sondern Sie zaubern. Um Ihnen das nun einmal zu beweisen, darf ich vielleicht gleich die Mitarbeiter aus Ihren Reihen dazu auffordern, hier oben das unter Beweis zu stellen. Vielleicht eine Dame aus Ihren Reihen, vorzugsweise jedoch eine Dame, die heute Abend zufällig zwei Orangen bei sich hat. Kommen Sie zu mir. Das finde ich zauberhaft. Ein Applaus begleitet Sie ganz sicherlich. Halten Sie die mal so wie auf einem Tisch. Wunderbar. Welche von diesen beiden Orangen gefällt Ihnen vielleicht am besten? Entscheiden Sie sich für eine. Die. Gut. Dann nehme ich die andere in meine Hand und halte sie dort fest. Und die halten Sie bitte fest in Ihre Hand. Einverstanden? Ganz fest zumachen. Ganz fest zumachen. Die andere Hand vielleicht drauflegen, damit nichts rein und auch nichts rauskommt. Jetzt versuche ich nämlich, die Orange aus Ihrer Hand herauszuzaubern und in meine Hand hinein. Haben Sie schon was gemerkt? Sie haben nichts gemerkt? Das ist gut, ist auch noch nichts geschehen. Vielleicht kommen Sie da ein bisschen auf meine linke Seite. Das hat zwar mit dem Trick nichts zu tun, ist aber ein schöneres Gefühl. Jetzt versuche ich also, die Orange dann aus meiner Hand verschwinden zu lassen und in Ihre Hand hinein. Haben Sie jetzt etwas gemerkt? Immer noch nichts gemerkt? Das ist direkt merkwürdig, nicht? Dabei ist es schon längst geschehen. Schauen Sie mal, meine Orange ist längst verschwunden. Bitte drehen Sie Ihre Hände um, öffnen Sie, ist sie angekommen? Na, das haben Sie zauberhaft gemacht. Verraten Sie nicht, wie wir das gemacht haben. Bleiben Sie noch ein Momentchen. Bleiben Sie noch ein Momentchen bei uns. Bleiben Sie noch ein Momentchen bei uns. Dann Sie sind eine wunderbare Mitspielerin. Vielleicht darf ich noch einen Herrn zu mir bitten, auch weiter mit uns hier oben zu zaubern, aber vorzugsweise einen Herrn, der heute Abend zufällig eine leere Packpapiertüte bei sich hat. Kommen Sie zu mir. Komm, stehen Sie so ein bisschen weiter nach vorne hin. Wunderbar. Dankeschön. Sie ist wirklich leer? Ja. Ist kein Mensch drin, nein? Wunderbar. Ich darf mich für Ihnen vielleicht an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Vitus Witt, aber Vitus reicht heute Abend. Ihr Name, der Vorname reicht? Elke. Darf ich Elke sagen? Elke? Und Sie sind? Guten Abend. Klaus, darf ich Klaus sagen, Klaus? Ja. Mit C oder mit K vorne? Mit K, dann habe ich es ja auch richtig gesprochen, nicht? Herr Klaus und Elke, Sie kennen sich? Nein. Nein? Gut, dann flirten Sie jetzt nicht weiter. Oft wird ja gesagt, der Zauberkünstler hätte es im Ärmel. Wollen Sie mal fühlen, ob irgendetwas im Ärmel verborgen ist? Fühlen Sie mal kräftig, ruhig kräftig. Fühlen Sie irgendetwas? Sie fühlen nicht? Was heißt, Sie fühlen nichts? Gar nichts? Ah, doch, einen kräftigen Männerarm fühlt Sie doch. Herr Klaus, Sie dürfen auch fühlen. Danke, das reicht. So, jetzt hört gar nicht mehr auf, was? Ja. Dann wird es ja oft behauptet, der Zauberkünstler hätte es in der Jacke, im Jackett.
Ach, wissen Sie was, wenn Sie es nicht stört, dann darf ich vielleicht die Jacke eben ablegen und darf Sie bitten, Elke, vielleicht mal ganz kurz die Jacke auf den Barhocker zu legen. Dankeschön. Herr Klaus, darf ich Sie bitten, greifen Sie noch einmal kräftig in die Tüte rein, bis unten ruhig hin. Ist irgendetwas in der Tüte? Sie ist wirklich absolut leer, ja. Laut nicken, das hört man bis hinten hin. Eine absolut wirklich leere Papiertüte. Ich darf Sie bitten, mit Ihrem rechten Zeigefinger hier reinzugehen. In die, oben, ja, oder so. Und Elke, Sie halt mit der linken Hand bitte die Tüte dort fest. Aber nicht öffnen. Vielleicht können Sie so mit dem Zeigefinger oben reingehen. Ja. Und Klaus, Sie auch. So. Sehr schön machen Sie das. Aber mit der rechten Hand. Mit der rechten. Das ist die andere. Ja, sehr schön. So, ganz zum Rand. So, denn mit Ihrer rechten Hand, Elke, halten Sie bitte, gut festhalten, mein linkes Handgelenk fest. Ja, das ist ein schöner, fester Griff. Damit dort nichts rauskommen kann, sollte was rauskommen, Klaus, mit Ihrer linken Hand, halten Sie bitte mein rechtes Handgelenk fest. Ja, nicht den Puls fühlen, richtig festhalten, nicht? Wissen Sie eigentlich, was wir hier machen? Sie wissen gar nicht, worum es geht, nicht? Ein bisschen Bewegungsfreiheit müssen Sie mich schon lassen, dann kann ich da reingreifen und dann kann ich Ihnen, meine Damen und Herren, ein gefülltes Glas Orangensaft präsentieren. Herzlichen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Dankeschön, Elke. Vielen Dank, Klaus. Dankeschön, Dankeschön. Ist das nicht fantastisch, was der mit uns Mittag gezeigt hat? Ganz toll. Unglaublich.